Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute begrüße ich euch von einer ganz besonderen Location. Ich stehe hier vorm Schloss Koblenz, denn heute gibt es wieder einen ganz besonderen Anlass. Es findet unsere berühmt-berüchtigte Baulich-Party statt. Heute ganz unter dem Motto Hollywood. Was unser Geschäftsführer Markus Baulich sich dieses Jahr ausgedacht hat und was unsere Mitarbeiter mit dieser gesamten Party zu tun haben, das will ich euch heute zeigen. Ich würde sagen, kommt einfach einmal mit. So, wie ihr seht, ist auch vor dem Schloss schon einiges los und das schauen wir uns gerade mal an. Wir haben hier einen Dino. Wir haben Avengers mit unserem Baulich-Logo. Im Hintergrund sehen wir Hulk und den DeLorean haben wir sogar auch. Ist das nicht cool? Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir wirklich rein. Das ist Caroline Gewela, eine unserer Grafikdesignerinnen. Und wie man ja hier im Hintergrund überall wunderbar sehen kann, haben wir hier alles gebrandet mit unserem Logo, unseren Motiven. Und unter anderem war sie dafür zuständig. Caro, was hast du denn im Vorfeld alles gemacht? Also zum einen haben wir auch hier, wie man direkt sehen kann, unsere riesigen Banner für die Bühne noch gemacht. Wir haben Roll-Ups gemacht, die Whisky-Bierke haben wir auch nochmal Designs gemacht. Also eigentlich alles drumherum. Und es waren ja auch die modernsten Sachen dabei, auch beleuchtet. War das für dich auch neu oder waren das Herausforderungen für dich? Also zum Beispiel unsere Leuchtroll-Ups, die wir auch jetzt in letzter Zeit gerne benutzen, die hatten wir schon bei anderen Events auch mitgenommen. Aber das ist natürlich immer ein schöner Eyecatcher für so eine Party vor allem. Alles klar, Caro, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß und wir schauen mal weiter. Danke. So, das ist Adrian Müller. Mit ihm gemeinsam leiten wir die Social Media Abteilung und das Social Media Team hat heute natürlich auch einiges zu tun, wie zum Beispiel das Ganze hier filmisch festzuhalten. Wir haben ja schon vorhin gehört, dass unsere Grafikdesigner ja auch hier für unser Branding zuständig war. Adrian, was machen denn unsere Kameramänner heute? Unsere Kameramänner sorgen natürlich dafür, dass hier alles, was passiert, bildlich festgehalten wird, sodass wir dann nachher schöne Trailer schneiden können für nächstes Jahr, für diejenigen, die vielleicht dann auch Lust bekommen, mal bei uns Kunde zu werden und auch eingeladen zu werden auf so eine Party. Und ja, das ist natürlich einiges zu tun. Aber nicht nur unsere Kunden, natürlich auch ihr, liebe Zuschauer, ihr potenziellen Bewerber. Brauchen wir denn im Moment noch Leute? Ja, wie man sieht, ist hier viel los, viel zu tun. Die Kameraleute schwitzen, auch nicht nur aufgrund der Hitze. Das heißt, ja, wenn ihr Mediengestalter seid oder auch eine Ausbildung in dem Bereich machen wollt, schaut gerne auf der Karriereseite mal vorbei, was wir so anbieten. Vielen Dank, Adrian, und viel Spaß noch. Ja, viel Spaß. Hier ist eine wunderbare Candy Bar. Natürlich ist hier auch nichts dem Zufall überlassen. Wir sehen hier überall die kleinen Details, unsere kleinen Baulich-Logos. Darth Vader ist natürlich auch dabei. Und hier natürlich alles gebrandet. Ich bin heute für unsere Behind-the-Scenes YouTube-Ausgabe zuständig und fange hier etwas die Impressionen ein und zeige potenziellen Bewerbern, was es bei Baulich Consulting so zu erleben gibt. Also ich kann jetzt nur aus Kundenperspektive sprechen und das Event ist super geil, die Leute sind super geil. Also hier hat man sehr viel zu erleben und ich glaube das auf allen Seiten, egal ob als Mitarbeiter, ob als Kunde oder sonst irgendwie. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal weiter feiern. Danke. Vielen Dank. Ich stehe jetzt hier an unserem Ghostbuster-Stand und hier steht auch schon der waschechte Ghostbuster neben mir. Was kann man denn hier ausprobieren?
Also wir können hier zum einen könnt ihr ausprobieren, ob ihr paranormale Fähigkeiten habt, wie übersinnliche Wahrnehmung. Kannst du Sachen sehen, die sonst keiner sehen kann? Kannst du hell sehen? Ich glaube, das kann ich. Das probiere ich jetzt aus. So, ich wurde jetzt hier an diesem Ghostbuster-Stand erfolgreich gequält. Mal schauen, was unsere Partybesucher davon halten. Aber wir schauen uns jetzt einmal weiter um. Ich habe mir hier jetzt noch den Thomas geschnappt. Er ist der Leiter unseres Coaching-Teams und die hatten natürlich auch sehr viel zu tun hier im Vorfeld der Party. Was war denn deine Aufgabe? Ja, die ganze Teilnehmerliste zu organisieren, zu schauen, dass alle Kunden alle Infos haben, die sie brauchen, damit sie heute einen schönen Abend haben und die ganzen Leute halt hierhin gefunden haben und die Gästeliste und den Empfang haben wir an der Stelle hier gemanagt. Wir haben ja hier sehr viele Kunden. Wie viele Kunden haben wir eigentlich und wie viele haben wir denn da? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier lauter erfolgreiche Menschen sind. Ja, wir haben über 6000 Kunden und heute hier sind über 800 Personen angemeldet, die heute hier sind und heute einen schönen Abend mit uns verbringen. Alles klar, dann vielen Dank Thomas und viel Spaß. Ja, gerne. Bis dann. Ciao. Ich habe mir jetzt hier den Faisal geschnappt, der ist einer unserer Business Development Manager und der war auch sehr involviert hier in die Vorbereitung und Planung dieser phänomenalen Party. Faisal, wie waren denn die Vorbereitungen und wie lange hat es gedauert? Ja, wir haben angefangen vor circa 2-2,5 Monaten, wo wir dann, sage ich jetzt mal, von null begonnen haben, aber ist ja jetzt auch schon so eine dritte Party, das heißt, wir haben schon ein bisschen Erfahrung da drin und haben auch unsere Hauptansprechpartner dafür, aber so richtig in die heiße Phase ging es einen Monat vor der Party, wo wir dann, sag ich jetzt mal, alles nochmal fix gemacht haben, mit Markus abgesprochen haben und und wir sehen ja jetzt, was hier alles steht. Und du hast dich ja schon umgesehen. Bist du denn dann stolz auch, wenn du siehst, was ihr alles auf die Beine gestellt habt? Ja, natürlich. Also ich denke mal, es ist für jeden auch wie so ein Riesenprojekt gewesen auch, von uns, vom Business Development auch vor allem Dingen, wo wir dann hier waren, die letzten zwei Tage. Es hat ja gestern angefangen, von nichts auf jetzt komplett eingerichtet. Und man muss schon sagen, man ist schon ein kleines bisschen stolz drauf. Ja, das können wir auch sein. Vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar schöne Eindrücke hier zeigen von der Baulich Hollywood Party. Und jetzt habe ich mir hier Verstärkung mitgenommen. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen? Gandalf, der Graue. Bilbo Beutlin. Und Fili, der Zwerg. Die unterstützen mich heute hier bei meiner Abmoderation. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bewerbt euch gerne auf www.baulich-karriere.de und dann seid ihr auf der nächsten Party vielleicht auch schon mit dabei. Vielen Dank. Tschüss.